Ihr wollt ein paar Baumstämme aus dem Wald rausziehen. Ohne einen großen Forstanhänger, dann ist das euer Hänger. Jeder kleine Hänger ist ein Nachbau von Krone Emsland, also Standardhänger. Ja, er hat jetzt einen Rungenaufbau drauf. Blub, wunderschön. Man hat Spanngurte, wie man schon sieht. Blub, blub und blub. Wenn man ihn abhängt, hat er die Unterlegkeile und natürlich auch die voll funktionierende Beleuchtung mit Warnblinkanlage, alles drum und dran. Bremslicht und so weiter. Gut, was hat er noch? Er hat hier zwei Holzbalken. Und wenn man zum Beispiel X drückt, gehen die Holzbalken weg. Die Rungen klappen um. Zack. Und die Holzbalken legen sich her. Da kann man dann schön die Baumstämme rollen oder so, wie es eben früher so war. Oder früher hatte man sogar das Ganze noch mit der Seilwinde heraufgezogen. Die einen oder anderen werden das vielleicht noch kennen. Die anderen vielleicht nicht. Das ist halt noch ziemlich altersdoms, aber es war so. Das kann man hier auch. Oder einfach mit einem Handlader rauf. Ja, rollen. So. Und sonst, ja, hat sich ja nichts getan. Also ein schöner kleiner Anhänger. Das funktioniert alles. Und ja, bis zu 5 Meter soll das Ladelänge, Volumen funktionieren. Dann gucken wir mal in den Shop, da ist es natürlich zu finden unter Force-Geräte. Hier hinten ist das gute Stück. So, sieht das aus, 6.010 Euro pro Tag. Und in der Lok ist es fehlerfrei, also da gibt es kein Problem für euch. Ein schöner kleiner Mod, den ihr einfach so zwischendurch in kleinen Wäldern nutzen könnt. Genau, und man kann hier auch noch Index drin dann einfach mit L alle Spanngurte drauf tun. Das wird ja auch noch zeigen. Geht natürlich auch. So, Spanngurte drauf. Ja, das war's auch wieder. Viel Spaß im Wald. Tschüss, Leute.